Zufahrt hier am Opernplatz. BMW hat den kompletten Opernplatz gebucht für sich. Der iX1, xDrive, Allrad. So sieht das Auto aus. Nagelneu, rein elektrisch. Super coole Felgen, sehr, sehr schick. Das Auto hat ein M-Paket, sieht also ein bisschen sportlicher und cooler aus. Ich sehe schon, Head-Up-Display, die Ausstattung ist wahrscheinlich exzellent. Genau. Passend zum Opernplatz. Und dann steigen wir einfach mal ein, oder? Genau. Mir wird sogar die Tür aufgehalten. Phänomenal. Mercedes hat es, glaube ich, auch gemacht. Mit den Bedienungspanelen, ja, klar. Ja? Ja, der ist ja schon ziemlich unten. Hoch, der ist schon sehr weit. Genau. So. Das ist relativ intuitiv. Aber ein bisschen nach hinten noch. Genau, und jetzt auch hier rüber dann. Ja. Den Querbalken nach hinten, genau. Mhm. Vielen Dank. Lenker kannst du hier einstellen. Ja. So. Sitzen wir hier. Stell ich mal die Kamera ein bisschen ein. Genau. Alles einstellen. Hier wäre induktives Laden möglich, aber nicht notwendig. Induktives Laden möglich? Stelle ich da rein, oder was? Nee, am besten hinter dem Bügel. Ach. Genau. Und dann. Okay, das ist cool. Hier kann man das Telefon reinspannen. Ich habe zum Beispiel auch eine neue E-Klasse von Mercedes. Mhm. Und die hat das auch, dieses NFC, aber das Fach ist zu klein für mein iPhone. Also hier kann man ordentlich was laden. Da kann man genau. Ein iPad wahrscheinlich genau, reinmachen. Kann man bis zum Pad holen. Wir haben auf jeden Fall Harman Kardon, das sehe ich hier. Sieht genau. Sehr, sehr schick aus. Extrem geil sieht das aus, wie aus einem Konzeptauto. Ja. Sehr, sehr cool. Lenkrad wie schönes, immer bei BMW. Ne? Ja. Die sind ja alle immer sehr sportlich. Das sieht auch alles sehr, sehr schick aus. Genau. Dann haben wir hier so ein Curved Widescreen. Haben sich wirklich viel Mühe gegeben, haben sie halt hier. Hochglanzpiano, was in jedem Auto schrecklich aussieht, wenn man es einmal berührt oder Staub drauf ist. Ist immer so. Ich weiß nicht, wieso wird das überall verbaut? Das sieht doch nur schön aus, wenn man jeden Tag mit einem Tuch drüber geht. Genau. Oder ja, nach jeder Fahrt, so wie bei uns. Ja, das ist. Ich verstehe nicht, wieso das verbaut wird. Es macht keinen Sinn. Ja, es sieht nicht schön aus, wenn. Ja, es sieht schön aus, wenn man es herstellt in dem Moment, aber dann nicht mehr. Viele finden es schick. So. Ja. Ja, und dann, Fuß auf die Bremse, einmal auf den Startknopf, genau. Wo sehe ich, in welchem? Also hier ist er jetzt auf. Ach so, er ist noch gar nicht an, oder? Genau, jetzt. So. Genau, jetzt fährt er hoch und jetzt haben wir gesagt, mit Autobahn. Ach, das ist ja witzig. Ein Stück weit. Hm? Mit Autobahn hat man gesagt, ne? Dann geht es einmal nach Riemen raus. Starten. Ach, das ist jetzt alles einprogrammiert. Genau, das geht ja, wie gesagt, darum, dass man irgendwann mal ohne irgendeinen Beifahrer einsteigen kann und dann die Tour eben abfährt. Und dann kommen hier und da so Landmarks, werden wir gleich auch erleben, dass sich die Assistentin Joy meldet und uns begrüßt zur Testfahrt und dann ein bisschen was zum Maximilian Neum erzählt, ein bisschen was zum Auto, ne? Wir haben ja auch ein Panoramadach und das ist komplett programmiert worden, das Fahrzeug. Genau, ist quasi genau. Weil ich wollte jetzt schon direkt mal die MyModes ausprobieren, aber einfach ist fahren, das machbar. Auto. Genau, das ist ja jetzt an. Genau, so ist sieht das im D-Bereich. Das ist der normale Drive-Bereich. Im One-Pedal-Bereich brauchst du das B. Dann ist es halt eben, dass er sehr stark einbremst und sehr stark eingreift. Die Rekuperation ganz stark. Genau. Das hatte und der jetzt VW so im Drive auch. Ist es jetzt ein bisschen smoother. Man kann es nochmal, wenn man sich gut auskennt mit dem Auto, mit dem Pedal, nochmal ein bisschen ausgleichen, dass nicht ganz so kräftig reinhaut, die Bremse. Oder wenn man sagt, okay, man nimmt beim MyModes den Sportbereich, dann ist er auch, dass er ein bisschen sanfter quasi in die Bremse tritt. Das hatte ich schon so, alle Hersteller machen sich gegenseitig nach, weil hier auch das mit dem Pedal, so dass man es einstellen kann. Ich frage mich aber, D-Drive, was ist denn das B? Das ist diese One-Pedal-Geschichte, dass du alles mit dem Gaspedal machst. Aber was heißt denn B? Das ist eine gute Frage. Weil bei VW war auch D und B. Ah ja. Das muss ja dann auch irgendwas, weil Rekuperation heißt ja nicht. Fahren einfach los, oder? Ja. Die Maximilian runter? Ja. So. Vorsicht. Ach, der bremst sehr stark. Ja, und der fährt Wieso bremst der denn so stark? Muss man sich ja dran gewöhnen. Also die Bremse fällt auf jeden Fall. Trotz des kleinen Fahrzeuges doch sehr sportlich und deswegen haben sie anscheinend sehr gute Bremse verbaut. Man merkt jetzt schon, deutscher Premium-Hersteller, es fährt es natürlich vorzüglich. War jetzt auch nicht anders zu erwarten. Ich bin gestern auch diesen Cupra gefahren, da merkt man halt, es ist ein Cupra und kein Mercedes, kein BMW, kein Audi. Und das fährt sich irgendwie anders und das hier fährt sich halt sehr premiummäßig. Allein das Lenkrad, ne? Wie sich das anfühlt, wie das aussieht. Ach, das ist ja Wahnsinn hier. Ja.
Augmented also, Reality ist auch da. Ne? Das ist man jetzt vielleicht nicht so irre wichtig, aber gerade wenn man sagt, man hat eben 5, 6 Spuren vielleicht in der Stadt. Ich höre V8. Ja. Wo war das denn? Maximilianstraße, schau auf Flanieren. So, jetzt flanieren wir hier auch mit unserem Rennwagen. Genau. Ja, einfach einen Moment. Der kleine Honda. Oder, stimmt, da kommt man da irgendwo hin? Nee, Sackgasse dann, oder was? Ja. Also, die biegen also eher alles ab. Alles zugebaut, wir fahren immer hier links raus, genau. Ja, so ein Ferrari Roma wäre doch auch schön zum Probefahren, ne? Ja, wir arbeiten dran. Komm mal hier in die Kamera. Ferrari Roma, Maximilianstraße, normales Auto. So, sie lässt mich vor. Da sitzt ernsthaft jemand hinten drin, schau mal. Ah, okay, ja. Das gibt's doch nicht. Hey, der Beifahrersitzplatz ist frei, aber es saß eine Frau in einem 2 plus 2. Ja. Wollten sie einfach mal testen, offensichtlich, wie viel da hinten drin ist. Komisch, bestimmt unheimlich gemütlich. So, Fahrkomfort ist auch gut, merkt man auch direkt. An sich hat das Auto einen sehr straffen Sitz, muss ich sagen. Es fühlt sich sehr straff an. Ist jetzt rausgehüpft. Achso, wir hören noch nichts. Was sagt sie? Hallo, willkommen auf der Maximilianstraße. Genau, willkommen zur Fahrt. ich werde Ihnen so ein paar Sachen erzählen, aber wie es aussieht, will sie heute nichts erzählen, weil... Sie hat gemerkt, dass wir schon am Erzählen sind. Genau, wir erzählen genug, ja. Aber keine Quelle für Fähre. Ja, dann ist wahrscheinlich dazu befugt, dann irgendwas. Gleich, wenn wir zurück sind, eben nochmal sagen, dass... Ja, irgendwas... ist immer wieder mit dem Router und dem und dem. Also es sind noch so ein paar Sachen, die... an dem wir noch feiern. Es ist jetzt quasi sozusagen der zweite Test. Wir hatten im Ende des Jahres schon mal ein Pilotprojekt mit einem anderen Fahrzeug, aber der gleichen App. Da wurden auch schon einige Sachen erprobt. Ist ja immer, sind ja viele, ist ja viel Technik dabei, viel Entwicklung zu tun. Das ist dann eben halt wirklich, wenn es dann soweit ist und auf die Straße kommt, wirklich gut funktioniert und die Leute sich guten Gewissens in so ein Auto setzen können, was sie da am Straßenrand oder auf dem Parkplatz entdecken. Um dann zu sagen, gut, den würde ich nochmal probieren, den würde ich mal SUVs holen. Oder ich will einfach mal wissen, was wir ja gerade am Stand schon besprochen haben. Ne? Das ist halt nochmal ganz was anderes, ob du darüber liest und hörst und was im Fernsehen oder YouTube siehst. Oder ob du das wirklich dann erlebst, weil du drin sitzt und einfach mal anfassen kannst, hörst siehst. Ja, ich muss kurz dazu sagen, jetzt der zweite Maybach innerhalb von 2 Minuten auf der Maximilianstraße und ein Rolls-Royce und ein Ferrari. Ist ja immer. Das ist gut. Fühlt sich hier wirklich unglaublich willkommen. Ja. Was ich auch cool finde, ist, ich bin ja gestern ja auch die VW und Cupra und so die ganzen Dings mal gefahren, dass die Leute, die bei VW, die Leute, oder einfach andersrum, die Leute, die bei Mercedes arbeiten, sind saugeil und die Leute, die bei BMW arbeiten, sind auch saugeil. Und bei VW war es anders. Fertig. Die waren auch super nett und coole Leute aber sie waren trotzdem anders. Die hatten nicht die Faszination für die Technik und so. Man hat gemerkt, die fahren die Marke selber wahrscheinlich gar nicht. Das waren nämlich, ich habe dann auch gefragt, Freelancer, die sich das angeeignet haben, das Wissen über das Auto, die aber jetzt gar keinen großartigen, die machen das für Geld halt. Ne? Ja. Und bei BMW und Mercedes merkt man, ey, bei Mercedes, der hat mir gesagt, 28 Jahre arbeitet er schon für Mercedes. Mhm. Das sind halt Autofreaks, Autoliebhaber, die das halt selber auch mögen. Ja, ne? ja. Das Erste, was er zu mir gesagt hat, war auch, ja, sie fahren ja hoffentlich auch einen Mercedes. Da habe ich gesagt, natürlich. Ja, ich denn schon. Genau. Gut, die Frage stelle ich hier nicht. Haben wir aber gerade geklärt. Also die Beschleunigung ja. ist gut, haben wir eben ein bisschen schon getestet. Er ist ja jetzt, nehme ich mal an, noch in einem, also du sprichst ja eh nicht, ne? Dann können wir mal selber hier, My Modes, gucken wir mal, was er da anzeigt. Personal Sport Efficient, mit schönen Bildchen, hat er noch mehr, Individual, ach, Expressive, Relax, Digital Art. Hier, mach mal das. Ach, verrückt. Jetzt zeigt er mir da irgendwas. Ein digitales Kunstwerk von Künstlerin Kao Fei. Das ist interessant. Ja, aber jetzt zeigt er mir... Rausgehen quasi. Ja, wenn er das so schnell Relax macht, können wir alles mal... Mit Massagefunktion. Relax. Ah, okay, jetzt im Rücken. Ach, das ist so ein kompletter Modus. Genau, genau. Okay. Ja, Massage ist schon ganz gut. Jetzt gucken wir einfach mal, wenn er das eh so schnell macht. Beeindruckende Visualisierung, lebhafte Lichtinszenierung. Das heißt, die Ambientbeleuchtung sieht man jetzt nicht. Ist zu hell, aber das Auto würde jetzt quasi uns Lichter zeigen. Was haben wir hier? Efficient, da ist er besonders sparsam wahrscheinlich. Genau. Verbrauchsoptimiert, das wollen wir jetzt nicht. Sport, ja, da fahren wir gleich mit. Purer Fahrspaß. Personal, ah, okay, das ist individuell. Das eigene ist, dass man einfach sich alles einstellt, was man so haben will. Machen wir Sport. Da vorne hier direkt wieder ein Bentley.
Kisten. Ja, geil. Das ist ein F1, ja. Eine Sonderedition. Ja, das ist Wahnsinn, Maximilianstraße hier. Wollen sie alle flanieren. Ja. Ich finde es halt auch lustig, weil wenn man so einen gewissen Reichtum sich angeeignet hat, dann müsste das doch, das wird langweilig, dass die trotzdem noch auch so ältere Herrschaften das Bedürfnis haben, gesehen zu werden. Ja. Dass sie nicht sagen, hey, ich will jetzt einfach nur noch am Strand liegen und irgendwie... Hm. Nee, wieso haben die denn diesen Drang noch, sich hier zu zeigen? Dass das ich, würde ich mal sagen, ein Leben lange Gewöhnung. Ja, wenn die einmal das... Immer Schickeria. Ja, die sind einfach da reingeboren worden. Viele, sicherlich gerade so ein Auto hier vorne, so ein Flying Spur, sind da reingeboren worden und dann ist das halt der Lifestyle. Ich mag das auch zu flanieren und da mal über die Maximilian zu fahren. Aber ich denke mir, als alter Mann, wenn ich das noch geil finde, dann stimmt was nicht. Das Navi, oder kennst du auch den Weg? Hier, Flying Spur, W12. Solides Auto. Genau. Auch ganz schön schnell, der kann 300 km/h fahren. Das schaffen wir nicht ganz. Wo ist er denn abgeriegelt? So um die 180. 180, wir haben noch über gar nichts. Was ist denn die Reichweite, wenn er jetzt randvoll ist und wir fahren ganz normal? Genau. Das wäre ja jetzt eins, da war ja die Idee hinter der Applikation, dass die dann ein bisschen was erzählt und relativ am Ende der Fahrt käme dann eben halt der Landmark, wo es dann heißt, so, jetzt erzähle ich was, also es soll rein theoretisch und im Idealfall bis zu 439 Kilometern geben. Aha. Hier im Display sehen wir aber, okay, 311 sind gut möglich, 365 gehen auch noch. Wir sind jetzt bei ungefähr 85% am Akku. Genau. Und dadurch... Ich verstehe nicht ganz, wo er hin will, weil er zeigt mir zwei Routen, genau, oder? Genau, also das sind halt die Rundtour. Ne? Also wir fahren jetzt, um dann zur Autobahn zu kommen und werden dann in Mosach wieder von der Autobahn runtergeholt und dann kommen wir irgendwann wieder hier zurück, damit wir dann wieder auf unserem Start landen. Und das ist halt die Idee hinter diesen Instant Test Drives, dass man eben halt zwei, drei Runden hat, wo man sagt, okay, entweder wirklich nur reiner Stadtverkehr, dass man in allen möglichen Wohngegenden vielleicht mal durchgeht, dass man auch mal sieht, keine Ahnung, hier ist es wahnsinnig eng oder hier ist es ganz toll. Und die andere Variante eben, dass man eben zumindest mal ein Stück Autobahn dabei hat, okay, man merkt, okay, wenn ich aufs Gaspedal trete, dann kommt doch was. Oder man nutzt eben halt das Boost Pedal, damit man dann eben halt an diese... Und das ist quasi PS meine Nitroglycerin, meine NOS-Einspritzung. Genau. Ist sie sofort da? Also ich sage jetzt, boah, jetzt brauche ich es und dann halte ich drauf oder einfach nur? Nee, einfach nur drücken, dann zeigt er dir im Display an, zählt von 10 runter und in diesen 10 Sekunden hast du dann diesen Boost. Ach so. Ja, das müssen wir testen, das ist eine lustige Spielerei. Vielleicht auch Beschleunigungsstreifen. Aber das ist natürlich lustig. So. Die ganzen Autos, die haben so viel Quatsch und Spielerei, die man halt, das braucht man ja alles nicht. Ja. Aber es ist wirklich lustig, ja. Und die müssen sich ja irgendwas ausdenken, wenn uns hier die Autos genommen werden. Hier, W12. Ja, ein Dinosaurier, jetzt schon leider. Ja. Wenn sie uns hier alles wegnehmen wollen, dann müssen wir halt so Sachen haben. Ja. Sind wir jetzt in B oder D? Wir sind in D wahrscheinlich. D, ne? Drive, aber er hat die Rekuperation eigentlich schon. Ist schon mit dabei, auf jeden Fall. Man merkt es auf jeden Fall. Aber so eben auch angenehm, weil er eben halt wirklich bremst. Ah ja, er rollt jetzt, ja. Und wenn ich jetzt nochmal nach unten ziehe, dann geht er in B? Genau, und dann ist eben die Bremsfunktion deutlich stärker. Ach du Scheiße. Genau. Oh ja, der rekupiert extrem stark tatsächlich. Also Auto, wenn man jetzt, ich zeige euch mal hier mit meiner Hand. So, ich gebe Gas, jetzt gehe ich vom Gas und er haut voll die Bremse rein eigentlich, ne? Genau. Da hatte mir der andere Dings schon erzählt bei irgendeinem, ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Fahrt es war, ich glaube beim ID Bus, dass die Bremsen dadurch, dass wenn die Leute nur noch so fahren, du musst dann immer bremsen. Ja. Dass das Auto absichtlich die Bremse schleifen lässt, dass die nicht verdreckt, ne? Dass da nicht irgendein Zeug drauf ist. Genau, weil es eben halt viel über die Motorbremse geht. Ja. Also das ist nicht so angenehm, aber genau. Man gewöhnt sich, klar, man gewöhnt sich dran, aber man muss halt viel länger den Fuß draufhalten. Man muss draufhalten. Langsamer kommen lassen. Wie gesagt, wir sind sowieso im Sportmodus, da ist es sozusagen schon gedämpft. Ja, stimmt, wir sind im Sportmodus. Aber trotzdem ist das schon... Aber ist es denn noch angenehm, wenn die Leute, die machen ja die ganze Zeit, vielleicht gibt es ja auch welche, die ein bisschen ruckiger dann fahren, dadurch, dass das so schnell beschleunigt, für den Kopf? Naja, es ist schon es ist etwas mehr Bewegung im Fahrgastraum. Ja, weil ich weiß noch, damals, als Tesla rauskam, bin ich den Tesla Model S im Monaco Top Marks Autoshow gefahren. Mhm. Und der hatte damals dann irgendwie schon, keine Ahnung, 600 PS oder sowas. Ja. Und da waren die Kopfstützen so hart, dass alle, die im Auto waren, wir hatten alle Kopfschmerzen. Und das war nicht schön. Nee, deswegen, also ich sehe es auch nochmal gerade, das B steht für Brake.
ist also quasi ach, ja, das macht Sinn, ja. Die Variante, dass es halt, wenn es bergab geht, ne, wenn du in die Berge gefahren bist, dass es da einfach stärker bremst. Und das ist ja klar, gerade wenn du Serpentinen mit keine Ahnung wie viel Gefälle nach unten fährst, dann bist du glaube ich froh, wenn der Motor genauso arbeitet. Weil das ist ja beim normalen Automatikgetriebe, dass du eben halt ja nicht die Bremswirkung hast, die du jetzt sagen wir mal mit dem Motor hättest, wenn du dann ein, zwei Gänge runterschaltest. Ja. Weil sonst hast du eben das wieder, dass du dann die Bremsen verschleißt. Ja. Das ist echt ein gutes Auto, muss man sagen. Man fühlt sich nicht wie in einem X1. Ja, also klar, wir sind niedriger als ein X5, aber ansonsten ist es... Es könnte auch ein X5 sein, ne, wenn man hier drin sitzt. Wir sitzen nur schon, einfach niedriger. Ja, haben schon wirklich viel in den auch investiert. Also es wird gut angenommen von den Kunden. Also die haben jetzt auch Bestätigung. Wir hatten jetzt ja auch Kontakt eben halt zu Leuten aus dem Autohäusern und so weiter. Und der geht sehr gut, weil er eben auch ein sehr breites Publikum anspricht. Und wenn es eines eben halt dieses doch recht, also es ist ein Premium. Ja, es ist die Einstiegsklasse, aber wenn man die entsprechende und Ausstattung sich auswählt und so weiter, dann ist er eben halt auch wirklich, dann zeigt der Premium. Und was ist der Basispreis von dem Fahrzeug? Er startet bei 55. 55, da hat man schon so ein schönes Auto. Das ist aber beeindruckend. Aber da hast du halt noch nichts. Da kriegst du Stoffsitze und du kriegst kein gerade so ein Holzlenkrad. Wobei Holzlenkrad wäre schön. Ja, halt also so ein was, altes. Ne? Ja, ja. Da hat man noch nichts. Genau, das Schild ist verwirrend, also wir müssen quasi die andere Spur. Aber rechts rüber? Ja, genau. Die Baustelle. Ach so, ja. Ja, da hatten sie keins, ja. Ja. Einfach nur ein Fehlschild. Genau. Nee, also sagen wir mal, der Ausstellung habe ich jetzt gehört, wenn du die eben halt wirklich voll konfigurierst, dann bist du so bei 75. 75, oh ja, das ist dann 50% vom Basispreis nochmal oben drauf. Aber es ist halt eben möglich, ne? Ich meine, es gibt ja viele Einsteigermodelle oder kleinere Wagen, da hast du dann viele Sachen nicht. Ich meine, wir haben auch ein großes Panoramadach, das auch geöffnet werden kann, das eben halt wie jetzt eben halt auch abgedunkelt werden kann. Wir haben ein Cardon drin, also eine tolle Musikanlage. Hey, hier Head-Up, alles Mögliche. Head-Up ist dabei, genau. Das da dann auch geradeaus. Genau, genau, geht noch geradeaus und dann da, wo der große Glaskasten ist. Da haben sie jetzt noch keinen Blitzer aufgestellt? Nee, anscheinend noch nicht. Also mich wundert es die ganze Zeit, dass hier überall keine Blitzer stehen. Ich hatte gerade auch einen Fahrer und der sagte auch, also die ist ja dann, was ich Anfang des Jahres, ist immer die draußen in Riem, die Motorwelt oder irgendwie was. Also auch Motorwelt, ja. Und da sagt er auch, also dann ist es ganz schnell, dass dann die Blitzer da irgendwie stehen. Aber nee, wir haben jetzt hier. Ja, hier wird es sich ja auch anbieten, ne? Ja, also wir sind vielleicht auch dann, sagen wir, die Einzigen, die in die Richtung fahren. Ne? Also das haben ja Entwickler vorher festgelegt, die Route, und die haben einfach wirklich geguckt, dass man nicht allzu oft nach links abbiegen muss, sondern wenn es geht nur rechts, weil links ist wohl nicht so ganz angenehm. Weil ihr habt hier die in München die Ampel, die nur grün werden, ohne Grünpfeil. Das heißt, wenn du das nicht gewohnt bist, dann bringst du dich um. Ey, selbst ich, und ich bin super Fahrer erfahren. Trotzdem, das irritiert so ein bisschen, ne? Weil man sieht es schwer, wenn nämlich beide dann gegeneinander stehen, sieht man auch überhaupt nicht, ob noch einer kommt. Gerne. Einfach mal. Wie wir gerade eben gemerkt haben, auch ohne Boost kann man die Räder zum Durchdrehen bringen. Also das war jetzt ohne Booster, okay? Genau, das ist ohne Boost. Das ist eine angenehme Beschleunigung, ja. Es ist jetzt nicht so hyper-KMS wie die anderen, aber es ist wirklich, es fühlt sich nicht so an, als hätte man ein Auto, was zu langsam ist. Also es ist dann, die meisten orangen Ampeln sind dann eben hellorange. Weil man mal eben drüber ist. Oder wie einer feststellt, das ist ja auch sehr sicher, weil man kann sich ja schnell aus Gefahrensituationen bringen. Und wie gesagt, im Notfall hat man immer noch mal den Boost, also noch mal etliche PS mehr. Etliche PS mehr? Bin ich mal gespannt. Wie oft kann man denn dieses Boost machen? Also geht 10 Sekunden runter und dann im Prinzip kannst du im Anschluss das wieder tun. Oder, ja, das heißt, aber gibt es nicht die Möglichkeit, dass ich irgendwie das sage, ich will immer Boost fahren? Nein. Ist Boost dann wirklich nur für den Moment irgendwie? Schnell wegkommen, ne? Auf der Autobahn, wenn man drauf fährt zum Beispiel. Das wenn ist man lustig. Da nochmal ein bisschen mehr Antritt hat. Und, wie viel Newtonmeter das Auto? Gute Frage. Achso, das hätte die Dame erzählt, ne? Genau. Ich denke mal so, ich weiß nicht, 200, 300 oder sowas. Also es gibt dann nachher die Möglichkeit, den QR-Code einzuscannen, sodass man dann über den X1 auch nochmal einiges mehr erfahren können. Er fährt sich top. Ja. Da der Cupra, also ist halt ein VW, der fährt sich kein Deut wie dieses Auto. Und der Cupra Formentor war das ja mit Tribe Edition.
Ich bin der Meinung, er hat mir auch gesagt 45.000 oder so. Ja. Ich glaube, das war dann schon mit der guten Ausstattung. Ja. Aber da beginnt halt dann der BMW ein bisschen drüber. Vorne. Vorne. Einfach geradeaus? Ja, genau. Ja. Ah ja, das macht sie jetzt gerade auch nicht, ne? Ja, nur dieses Grün, also einen dicken Grün. Bitte 3 Kilometer der Straße folgen. Dann stellt es jemand aus, ich verstehe das nicht. So, quasi jetzt Boost drücken und dann kann man einfach mal Kickdown. Genau. Ach guck mal, jetzt hat er direkt. Jetzt ist auch dieser Sound noch dabei. Ja. Lustig. Ja, auf der Autobahn ist ein bisschen mager die Leistung. Ja, es ist eben halt wirklich, für viele ist es ein Zweitwagen, ein Stadtwagen. In der Stadt aber ist es mehr als genug, aber so hier gerade hat man schon gemerkt, das ist nicht so. Also wenn man überlegt, ein Einkaufswagen mit bis zu 313 PS, das ist schon ordentlich, aber es ist kein Rennwagen und kein. Es fährt sich aber, ist echt geil. Ich finde auch, dass dieser Klang eben ziemlich cool war. Ja. Und das sah natürlich dann auch cool aus mit der Animation. Was mir auch auffällt, die Lenkung hat sich jetzt auf der Autobahn verstellt. Genau. Er hat nämlich, er fährt sich ganz anders, er hat sich direkt angepasst. Ja. Das ist ein schönes Spielzeug. Also er fährt sich wirklich mehr wie ein Spielzeug, was ja auch schön ist, als ein normales Auto. So wie so ein Spielzeug irgendwie. Ja. Genau. Dann auch mit Boost-Knopf, das ist was man normalerweise auf der Playstation irgendwie auf dem Computer. Hat jetzt ja auch Kinder und junge Erwachsene mit dabei. Und dann kam ganz oft Mario Kart. Ja, das ist diese Augmented Reality, das weiß, wo du langfährst, welche Spur und so, das ist ja dann wohl auch. Muss ich hier schon raus? Nee. Nach einem Kilometer an jetzt spricht sie wieder mit uns. Ja, guck mal, da stehen sie aber gucken. Ah ne, die sind ja auch wegen dem Klimakleber überall, ne? Klima hast du die überall. Das 60 Stück haben sie am ersten Tag von der Straße gezogen. Ah, okay. Hatte mir mein Kumpel so einen Bericht geschickt. Ja. Ich habe auch selbst keine gesehen, die auf der Straße saßen, aber halt Demonstranten. Ja. So, um deine Frage noch zu beantworten, 230 kW im Maximum. kW und Newtonmeter, stehen die auch dabei? Newtonmeter haben wir 494. Also 494. Für so einen Kleinwagen. 500 Newtonmeter ist viel, das ist schon, Das ist das direkte Drehmoment. Genau. Beschleunigung ist halt in 5,6 Sekunden. Wie viel? 5,6? Ja. Auf 100. Genau. Ja, jetzt macht auch das Rekopieren recht stark. Ja, hier ist nicht genug Platz. Letztens einer der Papas, der hat ja auch den Slide hingelegt. Da hat man noch grün und hat die Outliner mitgenommen und die Mama hinten im. So einmal Heck stehen, so grüner Pfeil, so Fahrräder kommen auch nicht auf der Autobahn. Aber warte mal, jetzt kann man hier, wo ist der Boost? Genau. Wie so ein ICE. Ja, ist geil. Kann man sich nur dann vorstellen, wenn dann, keine Ahnung, wie hieß er? i8, der mit den Flügelchen damals, der hat ja noch keine Leistung, aber wenn. Wenn dann mal jetzt hier quasi nur so ein neues Modell davon kommt, was dann 600, 700 PS hat wie bei Mercedes und den ganzen anderen, das wird schon ganz schön geil. Naja, wenn du überlegst, der große i7, also so ein halbes Haus. Ja, ist auch ein super Auto. Fährt im Feld weit unter 5 Bitte Sekunden am Ende auf 100, der Straße ne? Links abbiegen in Richtung Zentrum. Ja. Wahnsinn. Ja, auch top. Yep. Spitzenauto. Ja. Was ich geil finde hier in München, das sind ja wahrscheinlich auch hier überall Leute, die bei BMW arbeiten, dass sie die auch schön konfigurieren. Ja. Die haben schön BMW Individual, die haben hier schönes Leder, die haben schöne Farben. Ja. Das ist halt echt saugeil zu sehen. Und das ist so schwierig. Die Leute gucken. Jeden Tag, gerade hier in München kann man das sicherlich, keine Ahnung, 1000 Mal am Tag beobachten, dass einer übersehen wird. Wie er jetzt, wenn er jetzt auch noch grün hätte, der wird halt übersehen von zig Leuten. Ne? Hat er dann grün? Nee. Aber diese Situation, das ist ja immer gefährlich. Ja, ist es ja. Und es würde mehr Sinn machen, wenn da steht, Fahrradfahrer achtsam sein, Autos einfach durchfahren lassen. Die sind ja auch schnell wieder weg. Das würde einfach mehr Sinn machen. Naja. Aber hier ist sowieso, hier ist richtig was los. Ne? Richtig große Stadt, München. Hey. Ja, merkt man, das ist wirklich eine Großstadt. Ist wirklich groß, Landeshauptstadt. Ja. Steht ja ganz stolz auf den heißt nicht so, ist wirklich drin. Schildern, aber was draufsteht, ist auch drin sozusagen. Wirklich eine große Stadt. Ja. Ich bin jetzt in einem Hotel direkt bei der Messe in Kirchheim, München-Kirchheim. Mhm. Und wenn ich da in die Innenstadt fahre oder so, das dauert eine Weile. Und wenn ich dann überlege, das ist ja nur die Mitte, wenn ich dann quasi noch weiterfahren möchte, auf die andere Seite von München, dann wahrscheinlich eine Stunde oder sogar länger mit Verkehr dauert das, bis man auf die andere Seite von München kommt. Ja. Eine Stunde. Da fährt man an normalen Städten und Orten in den nächsten. Schon weit weg. Ja, in die nächsten Ortschaften da. Richtung Stuttgart 2 Stunden oder 1 Stunde, wenn man nur durch München fährt.
Ja, es ist halt einfach nicht vergleichbar. Ne? Das ist, Berlin ist auch so krass. Also da kannst du mal locker 2 Stunden von ja. links nach rechts. In Berlin ist es ganz schön heftig. Ja. Da war ich einmal, also ich habe viel Zeit in Berlin verbracht und kenne Berlin ganz gut. Wenn ich da bin ich ein einziges Mal da zu einem Ort und das hat noch zu Berlin gehört. Mhm. Und ich bin da über eine Stunde gefahren für, das war wirklich, das war als wäre es halt ein, aber das hat zu Berlin irgendwie noch gehört, zu Berlin-Stadt. Mhm. Ein Stadtteil von Berlin war das. Ja, ja, aber ja, ich, ja. das war halt dann auch, glaube ich, der weit entfernteste Punkt überhaupt. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, aber ich weiß noch, da wirklich eine Stunde rausgefahren. Ja. Und das hat noch zur Stadt gehört. Nicht, Berlin ist ja auch das Bundesland, aber es hat noch zur Stadt gehört. Verrückt. Mhm. Berlin. Berlin ist wirklich groß. Krasse Stadt, ja. Und du bist aus Berlin? Nee, Magdeburg. Magdeburg. Mhm. Weil vom Dialekt hat man schon gehört, so irgendwo weiter oben. Ja, genau. Für mich ist oben Magdeburg. Oben, ja. Die Mitte eigentlich, ne? Magdeburg ist die Mitte von Deutschland. Ich wollte es gerade, aber eigentlich kann man das Video mal stoppen, aber ich hatte gehofft, da gibt es doch so ein paar Kurven. Es ist dann nur das, ne? Wir sind da schon. Also ich sag einfach mal. Ist wirklich, also jetzt nochmal ums Maximilianemum geht nochmal die Kurve ja. rum mit den 30, aber das war es dann eigentlich schon. Ist das mit dem Kopfsteinpflaster? Genau. Oder kann man nicht, oder doch, mit dem VW und so sind wir da, glaube ich, recht schnell drum gefahren. Mhm. Naja, ich sage einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen, guckt auf die anderen Videos. Vielen Dank an dich natürlich. Danke dir. Für das nette Gespräch und fürs Coolsein. Und schaut auf die anderen Videos. Danke, tschüss.